Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Grim Fandango. So, ich habe hier meine Aufzeichnungen aktualisiert und dabei ist mir eine Idee gekommen, die so gut ist, dass ich glaube, dass sie richtig ist. Nämlich, Eva hatte doch gemeint, dass sie unsere Zähne haben will. Und ich glaube viel eher, dass das hier mit der Spachtelmasse dann wohl doch nichts mit den Vögeln zu tun hat, sondern damit, dass wir ihr die Zähne nämlich geben, unsere Zähne, weil wir einen Abdruck machen. Ha! Ja, das sieht gut aus. Das Füll sieht vielversprechend aus. Gut für die Zähne, prima für Prothesen. Okay, und dann wäre hier drauf drücken ja benutzen, glaube ich, ne? Boah. Wow, das hat einen perfekten Abdruck meiner Zähne ergeben und einen ziemlich ekligen Nachgeschmack hinterlassen. Das glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass das für, ja, Zahnbehandlung vorgesehen war. Aber was müssen wir jetzt damit machen? Nicht nochmal! Oder? Ist das jetzt nicht voll das Durcheinander? Yep, sitzt perfekt. Ah, er hat es nochmal ausprobiert, oder wie? Wir gucken es uns jetzt mal an. Wo ist es denn? Ach, ein Brot habe ich schon nochmal besorgt. Da drin ist ein perfekter Abdruck meiner Zähne. Aber müssen wir den jetzt da rausmachen? Da drin ist ein perfekter Abdruck meiner Zähne. Okay, wir versuchen mal, ob Eva das so haben will. Ich dachte, dass man es vielleicht rausnehmen kann, aber ich meine, kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus, oder? Aber eigentlich ist ja ein Negativabdruck. Wir müssten doch eigentlich ja jetzt was reinfüllen. Halt! Vielleicht muss ich ja nochmal Zeug reinfüllen. Probiere ich jetzt erst nochmal das Zeug reinzufüllen oder es ihr so zu geben? Ich probiere mal, es ihr so zu geben. Mal gucken. Ich drück mal so. Agent Calavera hier. Gucken wir mal, ob das klappt. Huch! Oh, ich dachte schon, er bleibt darauf stehen. Das wäre aber böse geendet, ne? Und hinab. Da bin ich ja mal gespannt, ob das so geht. Oder ob sie sagt, das ist aber nur zur Hälfte, was soll ich damit? Wartet. In welche Richtung lag das? Ja, da. Und dann hier. Manny, das ist ja ein perfekter Abdruck deiner Zähne. Mit dieser Form können wir ein falsches Gebiss gießen, das uns Zugang zum Computer verschafft. Gute Arbeit, Soldat. Ah, sind wir nicht super. Also macht sie das, das ist ja toll. Habe ich schon erwähnt, wie schön es war, mit dir zu arbeiten? Dito, Kleiner. Habe ich schon erwähnt, wie... Dito, schade, ist das Gleiche. Okay, ja, jetzt müssen wir an die Eier kommen. An die... Tauben-Skeletteier. Das ist jetzt noch die große Frage. Also, wahrscheinlich hat es dann nichts mit der Spachtelmasse zu tun, weil die Spachtelmasse jetzt hierfür verwendet wurde, für den Abdruck unserer Zähne. Also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass quasi beide Rätsel mit der gleichen Sache gelöst werden. Ich mache mal die Spachtelmasse deswegen hier in Klammern auf meinem Blatt. So, wir haben bei Eva einen Locher, gezinkte Karte... Alkohol. Nichts davon können wir einsammeln. Das ist irgendwie das Problem. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon versucht, die Sachen einzusammeln. Also müssten wir eigentlich mal ausprobieren, die Sachen, die wir im Inventar haben, einfach. Und wir haben ja gesehen, dass es nichts gebracht hat. Also wahrscheinlich müsste man erst etwas anwenden und dann das Brot. Weil nachdem man das Brot angewendet hat, war es ja zu spät. Da lief ja alles automatisch ab. Da hatte ich nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie zu interagieren. Mit diesem tellerartigen Konstrukt auf dem Dach. Also nehme ich an, muss es vorher was sein. Probieren wir halt mal. Wir haben ja einige Dinge in unserem Inventar. Vielleicht klappt was davon. Ich hoffe es. So, weiter geht's. Ganz schön weiter weg bis zum Dach hier. Und höher. Und höher. Du schaffst das. Irgendwie musste ich gerade an Lisa denken. Also an das Spiel. Wegen so was hochlaufen und er ist nicht besonders schnell, weil später bei Lisa... Naja. Jetzt werde ich hier voll rumspoilern. Nee. Vor allem von anderen Spielen. Nee. Okay, gucken wir mal. Also. Was passiert eigentlich, wenn ich einfach rübergehe? Oh. Die Musik wird auch voll aggressiv. Okay. Also schauen wir uns mal unser Inventar an. Was haben wir denn hier so? Die Sichel. Wir können es mal ausprobieren, aber nein. Naja, vielleicht muss sie draußen sein.
Nee, ich kann ja nichts machen dann in dem Moment. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Das ergibt keinen Sinn mit der Klinge. Gucken wir mal, was noch so da ist. Karten, ja, genau. Das wird einen großen Effekt haben. Ein Luftballon. Ein Luftballon könnte platzen, wenn sie drauf picken. Wir könnten es mal probieren. Oh. Vielleicht erschrickt sie das hier. Vielleicht. Vielleicht erschrickt sie das hier. Das war komisch betont schon wieder. Also kann es sein, dass wir tatsächlich erschrecken müssen. Dann kann natürlich auch sein, dass das Rätselslösung der Katzen- oder Dingo-Luftballon ist. Aber probieren wir es mal hier. Ich meine, platzen ist platzen, oder? Ich glaube nicht, dass die Vögel darauf achten, welche Form der Luftballon hat. Oder vielleicht doch? Keine Ahnung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Sherlock Holmes ist schon ziemlich gruselig, vor allem wenn er so eine komische Form hat. Das platzt ja gar nicht. Hey! Geil! Ja, super. Dann war die Form also egal. Genau, schwirrt ab, ihr kleinen Mistfinken. Hauptsache Luftballon zum Erschrecken. Sehr schön. So, Hier kommt also das ganze Ungeziefer her. Ach, das ist doch kein Ungeziefer. Mit mir kommen, meine Kleinen. Denn ich bin der Sensenmann. Oh, das hört sich irgendwie böse an. Kann ich noch mehr mitnehmen? Mann, die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen. Scheinbar nicht. Okay. Ich glaube, er hat... Wie viel hat er eben eingepackt? Im Laufen. Schön in die Tasche packen. In die Tasche schauen. Oho. Diese Babys werden in den Krieg ziehen. Cool. Oho. So. Na dann kriegt unser Sergeant Supervisor... Oh. Oh. Ach, das war aber letztes Mal auch, ne, dass das so schnell ging. Ja, ist ja auch eigentlich sinnvoll. Das wäre ja ein bisschen umständlich. Wenn man da dann noch die ganze Treppe runterlaufen müsste. Muss ja nicht sein. So, dann... Ach nee, erstmal doppelklicken und dann... Agent Calavera und zwei Gäste. Ah, oh, sie schweben. Die Eier schweben in der Luft. Oh Mann. Los geht's. Agent Calavera mit zwei Eiern. So, na dann. Bitte sehr. Seht euch diese Schätzchen an. Exzellent, Manuel. Damit kann ich eine ganze Armee geflügelter Boten züchten. Dank dir wird sich die Botschaft der Revolution von den Schwingen der Gerechtigkeit getragen im ganzen Land verbreiten. Agent Calavera, du bist ein Freund der Revolution, Agent Calavera. Und jetzt? Jetzt? Werde spannend. Ich dir helfen. Yay. Wenn du die verlorene Seele finden willst, mein Freund, musst du nach Rubakava. Woher weißt du, wo sie ist? Ich weiß es nicht, aber jeder, der in die neunte Unterwelt will, muss vorher das Meer der Tränen überqueren. Und dazu muss er sich in Rubakava eine Schiffspassage besorgen. Wenn du vor ihr rankommst, wirst du sie bestimmt finden, auch wenn es etwas dauert. Ich warte, solange ich muss. Manuel, bist du verliebt? Liebe? Liebe ist für die Lebenden, Cell. Ich will sie nur aus einem Grund. Sie ist meine Fahrkarte in die Ewigkeit. Hey, einfach abgebrochen hier. Was soll das? Aber ich glaube, da war das Ende. Es war nur ein bisschen zu früh abgehackt worden. Das war vielleicht ein Tunnel. Der hat mich bis zum Rand des versteinerten Waldes gebracht. Cool. Oh, ich kann mich schon bewegen, hä? Huh? Kann ich theoretisch zurück, oder... Wo läuft er denn hin? Salvador weiß wirklich, wie man mit Stil spioniert. Nach allem, was ich angestellt habe, um aus der Stadt rauszukommen, dahin gehe ich niemals zurück. Zumindest nicht ohne Mitche. Aha, okay. Also das... Aha, da geht's lang. Da hinten, was ist das? Ach, das ist die Stadt. Ach, jetzt kapiere ich das erst. Ich dachte, wir wären da angekommen. An einer anderen Stadt. Ah, El Maro. Meine Heimatstadt, auf dass ich sie nie wiedersehe. Oh. Dahin gehe ich vorerst nicht mehr zurück. Okay. Das ist die Stadt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir darüber. Was haben wir denn da? Oh, Glottis! Kl-
Glottis, mein Freund, warum weinst du denn? Manny? Oh, Manny, sie haben mich gefeuert. Mich auch, Kumpel. Aber du verstehst das nicht, Manny. Ich wurde nur für diesen Job geschaffen. Es ist das Einzige, das mich glücklich macht. Es ist, als hätte man meine Brust gepackt und mein Herz herausgerissen und es dann in den Wald geworfen. Was hast du getan? Glottis, was hast du getan? Genau, was ich gedacht habe. Oh, Glottis. Oh nein, wir müssen sein Herz retten. Oh, oh. Er schläft nur. Er träumt. Okay, dann ist ja gut, oder so. Wie lange er wohl ohne Herz überleben kann. Wach auf, Kumpel! Wach auf, Kumpel! Nix zu machen. Voll im Land der Träumer. Dieser Wegweiser weist den Weg nach Rubakawa. Ah, er ist zu fest verankert. Okay. Ach so, habe ich ja ebenfalls schon. Er ist zu fest verankert. Das ist ja schade. Was könnten wir denn da sonst machen? Gucken wir doch nochmal in unser Inventar. Die Sichel, ich probiere es einmal zur Sicherheit. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Würde irgendwie nicht passen. Meine Sense ist scharf genug, um Menschen von ihrer sterblichen Hülle zu trennen. Aber nicht, um versteinerte Birken zu vierteilen. Ah, okay, stimmt. Das ist ja auch alles versteinert. Das ist ein bisschen heftig. So Holz hätte man vielleicht noch durchbekommen. Aber wenn hier tatsächlich alles Hölzerne sogar versteinert ist, ne. Bräuchten eigentlich... Was? Ach, ich hab gar nicht mehr. Oh, schade. All meine Sachen. Wartet mal, dann muss ich das mal kurz alles durchstreichen. Weg. Kartenspiel. Weg. Luftballons. Luftballons weg. Arbeitsauftrag Brot. Feuerlöschsystem haben wir noch. Okay, wir haben noch das Feuerlöschsystem und unsere allgegenwärtige Sense. Alles klar. Also. Ach, hier geht's gar nicht lang. Ich dachte irgendwie... Ich hätte gedacht, hier würde es lang gehen. Aber gut, dann nicht. Also geht's nur da lang? Ach so, und hier unten. Ich guck nochmal. Ah, okay, das ist wichtig. Alles klar. Oh Mann. Oh je. Oha. Wartet mal, ich muss mich mal kurz zurechtfinden. Ich kann Glottis nicht einfach da liegen lassen. Er könnte sterben. Okay, ich verstehe. Da also erstmal nicht lang. Dann gehen wir nochmal zu ihm rüber. Und versuchen mal da lang zu gehen. Da scheinen ja diese Viecher gewesen zu sein. Da hat er auch sein Herz hingeschmissen. Vielleicht finden wir da einen Anhaltspunkt. Upsi. Oh nein. Oh. Ksch. Weg da. Oder wartet, ich drück erstmal. Oh. Ich mag das hier nicht. Das ist richtig gruselig. Im Netz dieser Spinnen hängt Glottis Herz. Im Netz dieser Spinnen hängt Glottis Herz. Also da denke ich schon mal, dass wir die Sense benutzen könnten, oder? Das bietet sich hier wirklich an. Könnten wir doch einfach so schnippschnapp rausschneiden. Ja. Kein Problem. Hä? Aber er hat nur einmal... Ein Chihuahua. Ein Chihuahua. Aha, okay, es ist doch ein Problem. So einfach geht das dann nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Alles klar, was haben wir denn da unten? Eine hässliche Ansammlung von Knochen. Genau wie ich. Ich schätze, einer als Reserve kann nicht schaden. Aha, wir haben also einen Knochen. Schreiben wir uns das mal direkt auf. Einen Knochen. Knochen. Alles klarito. Was können wir damit ich irgendwas machen? Ich bewahre gern Knochen für besondere Gelegenheiten auf. Ja, ich habe auch immer gerne einen Knochen mit dabei. Ist hier irgendetwas noch, mit dem wir interagieren können, außer... Oder... Ach so, wartet. Ich pack mal weg und guck mal. Können wir noch einen nehmen? Oh, tatsächlich. okay. Geht das denn endlich so weiter, oder... Ich glaube, wir sollten es mal nicht übertreiben, oder? Sonst haben wir das Inventar gleich voller Knochen. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Knochen, Knochen, Knochen. Etwas hat das Mark ausgesaugt.
Lecker, schmecker. Das ist ja jetzt die Frage. Wieso kann ich da so verflixt viele Knochen nehmen? Und kann ich vielleicht einen Knochen dagegen schmeißen? Wartet mal. Um irgendwas anzulocken oder so? Ich probiere es mal eben. Essen ist fertig. Sie scheinen sich nicht sehr für diesen Knochen zu interessieren. Ja, weil er sich nicht bewegt, ne? Was passiert denn, wenn ich noch einen Knochen dagegen schmeiße? Da hängt schon ein Knochen drin. Okay, das geht nicht. Alles klar. Ich überlege nur gerade, ob das schon irgendeinen Vorteil bringt, wenn ich jetzt mit der Sense das kaputt haue. Das scheint wohl der Grund zu sein, warum wir mehrere Knochen nehmen können, weil man wahrscheinlich ein bisschen... Ups! Oh, das habe ich jetzt falsch gemacht. Ich habe I gedrückt statt U. Ich probiere es noch einmal. Mal schauen, welchen Effekt jetzt der darin befindliche Knochen hat. Ah! Ach, geil. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber ist cool. Hauptsache, es hat geklappt. Arme Spinnen haben kein Dämonenherz mehr zum Naschen. Oh, ihr tut mir ja so leid. Und was ist jetzt hiermit? Was wollen die denn darin fangen? Eulen? Da stecke ich meine Hände nicht rein. Okay, ich denke, wir können gehen, oder? Oh, jetzt dachte ich schon, jetzt passiert noch was, weil die Musik so gruselig wurde. Dumm, dumm. Na, da ist es ja. Das sieht doch wunderbar aus. Glottis kriegt sein Herzchen zurück. Können wir ihm das so einbauen? Ja, zum Glück schlägt das noch. Wo gehört denn das überhaupt hin? Wir haben es voll drauf, ey. Oh, Herz. Herz ist gut. Sei gut zu Herz. Reiß Herz nicht raus. Herz ist gut. Starkes, gutes Herz. Hey, ist das mein Wagen? Hä? Was ist jetzt los? Mr. LeMond, ich versichere Ihnen, dass wir die Frau finden. Ich persönlich werde mich darum kümmern. Genauso wie Sie sie persönlich aus dem Land der Lebenden geholt haben? Ich hatte es ja vor, aber Calavera ist mir irgendwie zuvorgekommen. Wir haben Ihnen den schnellsten Wagen gegeben, Domino. Die besten Kunden. Sie hatten alle Vorteile. Wie zum Geier konnte dieser Calavera Ihnen diesen Happen wegschnappen? Oh, aber Hector, sei nicht so hart, Domino. Es war nicht seine Schuld. Du hast recht, Don. Es besteht kein Grund, hart zu Domino zu sein. Schließlich war er nicht Leiter der Operation. Zumindest nicht bis jetzt. Oh. Hector, nein! Oh. Ah, deswegen. Komisch. Sie werden mich ersprießen. Aus irgendeinem Grunde hatte ich Tulpen erwartet. Nun, vielleicht bei Mr. Calavera. Tonprobleme. Domino, geh doch bitte mal persönlich runter Hilfe. Und hol ihn, ja? Je eher er ersprossen ist, desto eher können wir uns wieder unseren Geschäften widmen. Lust auf eine Spritztour? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Aber hier sind doch noch Orte. Die wollte ich mir doch angucken. Oder kann ich jetzt quasi... Sorry. Ah, tatsächlich. Ich kann jetzt entscheiden, wo es hingeht. Was ist denn da zum Beispiel? Wenn du in diese verdorbene Stadt zurück willst, dann geh ohne mich. Nee, ist ja gut. Okay. Dann gehen wir halt erstmal da entlang. Der Reihe nach, vielleicht im Uhrzeigersinn oder so. Huch, was ist das? Das sind aber viele Wege, oh nein. Als hätte ich es geahnt. Moment mal. Oh oh. Das sieht mir so aus, als bräuchten wir da erst einen Plan, wie man überhaupt fahren muss. Dann lass uns doch erstmal eine andere Richtung. Eine andere Richtung einschlagen. Vielleicht gibt es da ja auch Hinweise, ich weiß es nicht. Aha. Auf jeden Fall ist hier irgendetwas. Huch. Meine Güte, was ist das bloß? Ijole, Mano. Was sind denn das für diabolische Weihnachtsbäume, Glottis? Aber echt? Manny, sieh dir mal diese Schubkarre an.
Mit zwei ordentlichen Breitreifen hinten und einem Zweitakter Rasenmähermotor gebe das Ding hier ein klasse Go-Kart ab. Ach, Glottis, bei dir ist echt alles verloren. Denk nur an fahrbare Untersätze. Na gut, ihr Lieben, nein, da wollte ich gar nicht lang. Dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Grim Fandango wieder. Ich freue mich schon sehr darauf. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.